Hallo und willkommen zurück zu Alice. Ich weiß gar nicht, wo habe ich jetzt aufgehört? Ich glaube, wir wollten erstmal das Kabel hier zurechtzupfen. Wir wollten zum Kühlschrank gehen, auf dem ein Schloss, an dem ein Schloss angebracht ist. Und wir mussten jetzt wo habe ich die aufgeschrieben? Die Kombination für das Zahlenschloss herausfinden. Bei diesem sitzenden Hund, dieser Statue, die eher aussieht wie ein Känguru oder ein Elch oder also ein Elch ohne Geweih oder keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht unbedingt wie ein Hund. Naja. Und bei einer Brosche. Und jetzt haben wir die Kombination und werden uns hier mal den Weg zurückkämpfen zur Küche. Nochmal hier die Steuerung kurz kennenlernen. Okay. Gehen wir mal hier rein. Ich weiß gar nicht genau. Waren wir hier drin? Ah ja, die Schubladen sind offen. Überall, wo Schubladen offen sind, waren wir definitiv. Ich hoffe, es gibt keine unangenehme Überraschung. Benutzen. Untersuchen. Ein großer Kühlschrank. Aber den möchten wir öffnen. Genau. Okay, also das müsste dann sein. 8, 4, 1, 7, 2 und 5. Perfekt. Untersuchen. Braten erhalten. Wahrscheinlich für die Raupe. Ich speichere mal schnell ab. Und dann gehen wir doch jetzt mal zur Raupe zurück, die eher aussieht wie ein Staubflusel. So. Braten. Drücken, ziehen, öffnen, benutzen. Ich hab den Braten. Du bist ein gutes Kind. Ja, ich weiß. Oh nein. Hier bist du also. Nee, hier bist du also. Du fettes, abscheuliches Ding. Und dann ärgerst du auch noch meine Emily. Nein, ich. Du hast eine kleine Strafe verdient. Schau mal, was ich hier habe. Insektizid. Nein, bitte nicht. Bams. Nein, ach wie gemein. Hallo, die war doch voll nett. Was soll ich nur mit dir machen, Emily? Du darfst doch nicht jedem dahergelaufenen Monster vertrauen. Wer weiß, was es mit dir gemacht hätte. Du willst bestimmt. Alice. Ja? Ich will hier raus. Das weiß ich doch. Dann sag mir wie. Wieso ist hier keine Musik? Nur wenn du die Musik wieder zum Laufen bringst. Ich erwarte dich in der Eingangshalle. Bitte geh nicht schon. Nein. Hallo, jetzt haben wir die Raupe gefüttert und jetzt das. Dem Ritter vertraue ich nicht. Hier werden uralte Weinflaschen ausgestellt. Auf dem Podest steht eine Waage mit 9 roten Kugeln. Daneben liegt ein Zettel. Finde die Kugel, die schwerer ist als die anderen. Du darfst aber nur zweimal wiegen. Kugel auswählen. Ups. Was? Ich darf nur zweimal wiegen? Ich will hier wieder raus. Was muss ich. Nein! Wieso holt ihr mir. Nein! Ah! Aber
Auf dem Bild ist eine finstere Person zu sehen. Unter dem Glas befinden sich Teller und Krüge aus Messing. Okay. Daneben liegt ein Zettel. Finde die Kugel, die schwerer ist als die anderen. Du darfst aber nur zweimal wiegen. Also am... Eins, zwei, drei, fünf. Obwohl, nee, sie ist schwerer als die anderen zusammen oder schwerer als eine einzelne? Okay. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Nochmal alle zurück. Also finde die Kugel, die schwerer ist als die anderen. Also ist sie an sich nur schwerer. Alles klar, okay. Die 5 ist schwerer als die 6. Die 5. Echt jetzt? Wer weiß, was... Groschen erhalten. Wer weiß, was passiert wäre, wenn das jetzt nicht geklappt hätte. Da liegt noch eine Nachricht. Füttere die Spieluhr mit 3 Groschen und du wirst einen Schatz finden. Neben dem Hinweis wurde ein Lageplan gezeichnet. Offenbar befindet sich die Spieluhr in einem Zimmer über dem Saal, in dem das Monster aufgetaucht ist. Boah, wieso ist das so laut? Ich mach das mal ein bisschen leiser. Kriegst du ja die Krise. Über dem Saal, in dem das Monster aufgetaucht ist. Okay. Ich wollte dorthin nicht wieder zurück, aber so sehr ich mich auch sträubte, wusste ich doch, dass mir keine andere Wahl blieb. Der Hinweis war zu offensichtlich, und was sollte ich sonst tun, als ihm zu folgen? Ich hätte sonst nur warten können, und mein Gefühl sagte mir, dass es die schlechtere der beiden Alternativen sein würde. Oh ja, Emily, da hast du recht. Davon gehe ich auch aus. Ich verstand nicht, warum sie das tat. Warum Alice dieses Spiel mit mir spielte. Aber ich war mir sicher, dass sie den Zettel absichtlich in diesen Raum gelegt hatte. Und noch etwas war mir klar. Sie wollte mich nicht einfach so gehen lassen. Nein. Im Notizbuch eingetragen. Wie viel haben wir da jetzt eigentlich schon drin? Komponist, Kühlschrank, Kombination... Ah, okay. Okay. Wie viele hat man hier? 2, 3, 4, 5, 6. 4 von 6 Notizen haben wir schon. Okay. Ich benutze wieder hier meinen Schraubenzieher. Obwohl, wir haben jetzt ja ein Messer. Ich benutze eher das Messer. Gut. Oh Gott, gleich passiert was. Waren wir hier schon? Also am beruhigendsten fand ich bis jetzt die Musik bei der Mutter im Zimmer. Alles verschlossen? Da. Da wollten wir auch noch hin. Das ist jetzt Zufall, dass ich jetzt direkt hier reingegangen bin. Ich habe nämlich irgendwie die Orientierung verloren. Aber gut. Groschen erhalten. Super. Groschen, Groschen, Groschen. Glas. Zündhölzer, Groschen. Schraubenzieher. Okay. Oakley Dokley. Sonst ist ja nichts mehr. Klebstoffreste. Ich laufe einfach. Wohin müssen wir jetzt eigentlich? Ach ja, okay. Solange Daddy Cool hier jetzt nicht wieder rumläuft.
Puh. Komm, trau dich, Emily. Es ist nicht mehr da. Vom Monster fehlte jede Spur, aber ich war mir sicher, dass es sich noch in der Nähe aufhielt. Irgendwo dort unten. Caro? Nee. Selina, was machst du denn da unten? Was schon? Ich suche dich die ganze Zeit. Warum hast du nicht auf mich gewartet? Komm da unten bloß weg! Wieso? Bitte! Dort ist es gefährlich. Na gut, aber ich weiß nicht wie. Im Keller stehen doch Stühle. Das reicht bestimmt. Ich helfe dir dann hoch. Aber wirklich, ja? Nicht, dass ich den Stuhl herschleppe und du lässt mich dann hängen. Als ob ich solche dummen Scherze machen würde. Ja, aber ich bin halt etwas skeptisch. Wegen Maria. Die verhält sich so komisch. Wer weiß, ob du... Du musst dort sofort verschwinden. Aber... Los! Oh mein Gott, okay. Ich hoffe, Selina schafft das.